Da sind so viele Probleme. Wo soll ich denn anfangen? Guten Morgen. Ja, jeder von uns hat oder hatte Probleme in seinem Leben und in irgendeiner Weise fragen wir uns dann immer, wo der Ansatz ist, wo das ist, wo wir in einem guten Gewissen die Reise in unser neues Leben beginnen können. Und das ist immer nicht so ganz einfach, weil die Gesamtsituation ist oftmals sehr komplex. Da gibt es Probleme, die auf dem körperlichen Bereich liegen, also Krankheiten. Dann gibt es Probleme, die im sozialen Bereich liegen, also Beziehungen, Freundschaften, Familie. Und dann gibt es Probleme, die im psychischen Bereich liegen. Angststörungen, Depressionen, all die Dinge, die wir heute entdeckt haben und einer Krankheit zugeordnet haben, die allerdings auch schon ewig existieren. Und diese Komplexität in irgendeiner Weise erstmal aufzuschlüsseln, das ist eine echte Herausforderung für alle von uns. Und da hilft es, einen grundsätzlichen Ansatz zu finden, der ganzheitlich ist. Und den möchte ich euch heute vorstellen. Zwei Dinge, die ihr tun könnt, auf die ihr achten könnt, die sehr einfach umzusetzen sind und die in alle Bereiche, also sowohl in die Körperlichkeit, in die Psyche und auch auf euer soziales Umfeld positiv wirkt und eure Ziele, egal was das sind, und eure Probleme, egal was sie sind, helfen wird. Und ja, und das ist die grundsätzliche Basis von allem, würde ich sagen. Und das sind zwei ganz konkrete Dinge. Das eine ist die Körperhaltung. Es ist so simpel, aber es ist so wichtig. Die Körperhaltung, also dass man aufrecht steht, aufrecht sitzt, das ist ein Thema, wo man wirklich sehr gut ablesen kann, wie es einer Person gerade geht. Ja, wenn du so da sitzt und so läufst, dann das stimmt irgendwas nicht. Entweder körperlich oder psychisch oder mehr im sozialen Bereich. Und ich selber kann das an mir auch sehr gut feststellen. Ich habe mein Leben lang bin ich mit krummem Rücken gelaufen. Und es ist so schwer, das wieder zu ändern. Und immer wieder darauf zu achten, dass man gerade läuft. Und ich selber habe nun das Thema Körperhaltung seit ungefähr 4 Jahren auf dem Zettel. Quasi fast zeitgleich, wie ich den YouTube-Kanal in meiner Reise in die pflanzliche Ernährung dokumentiert habe, seitdem beschäftige ich mich auch mit meiner Körperhaltung. Und diese Körperhaltung ist anstrengend, aber sie wird immer leichter. Ein aufrechtes Sitzen oder ein aufrechtes Stehen wirkt sich zudem auch positiv aus auf euer soziales Umfeld. Das bedeutet, wenn ihr aufrecht steht und aufrecht mit den Menschen redet oder wenn die Menschen euch anschauen, dann gebt ihr ein ganz anderes Bild ab und eine ganz andere Energie entsteht zwischen den Menschen, die euch umgeben und euch, wenn ihr aufrecht steht. Und ja, das ist halt im sozialen Bereich, braucht man nicht reden, eine grundlegende Sache, dass man einen Menschen sozusagen, umso mehr man ihn respektiert, umso mehr er aufrecht wie eine Eiche steht, umso angenehmer ist das dann auch. Umso eher nimmt man Ratschläge an oder umso eher fühlt man sich hingezogen zu diesem Menschen, der gesund und aufrecht steht. Und dann sind wir auch bei der körperlichen Gesundheit. Die körperliche Gesundheit, sie ist unglaublich abhängig davon, dass eure Muskeln, euer kompletter Physisapparat wunderbar funktioniert. Denn jeder kennt das, wer Schmerzen hat, zum Beispiel aufgrund von einem krummen Rücken und Sitzproblemen, wie sehr viele in unserer Dienstleistungsgesellschaft, der wird auch diese Probleme, die körperlich sind, auch immer wieder spüren, dass sie ihn auch auf geistiger Ebene in irgendeiner Weise tangieren. Entweder ganz bewusst, dass man sagt, oh, das ärgert mich, dass ich Schmerzen habe, oder dass man aufgrund der Schmerzen oder der körperlichen Probleme eben auch nicht mehr so klar denken kann, dann auch wieder soziale Kontakte vielleicht nicht so pflegen kann, weil man zu gewissen Situationen nicht mit hingehen kann, weil man Schmerzen hat oder weil man sich darum kümmern muss. Oder eben die Psyche, wenn man Depressionen hat oder wenn man Angstzustände hat, dann wird das verstärkt dadurch, dass man halt eben auch eine unentspannte und eine schon geistig in irgendeiner Weise negativ aktivierten Zustand sich befindet. Und entsprechend, auf der körperlichen Ebene und eben auch auf der psychischen Ebene. Das können wir gleich in einem Abwasch durch,
durchwinken, weil mittlerweile wissen wir alle, wirklich wissen wir alle, und das ist das Schöne, egal ob die Wissenschaft oder die spirituellen oder was auch immer, Körper und Geist hängt zusammen. Und eine Körperhaltung ist das A und O für jede, für egal welche Problembewältigung. Wenn ihr aufrecht sitzt und aufrecht steht, wird vieles einfacher. Und es ist so einfach. Und diese kleine Übung, die kann der Wassertropfen sein, der euer Fass zum Überlaufen bringt. Oder er kann der Funke sein, der euer Feuer entzündet. Macht euch das bewusst, diese kleine Übung. Einfach aufrecht. Und viele Menschen haben ein Problem damit. Es gibt einige, die laufen schon aufrecht, aber die Menschen, die wirklich viele Probleme haben, sind oft die Menschen, denen man das auch an der Körperhaltung ansieht. Schaut mal nach in eurem Umfeld. Die Menschen, die so ein wenig strugglen, so ein bisschen Probleme haben, wie die Menschen auftreten, auch körperlich. Und dann schaut euch die Menschen an, die problemlos sind. Die ein wirklich zufriedenes, entspanntes Leben haben. Stressfrei, ohne Erfolgsdruck, ohne irgendwelche Sachen, die einen zermattern. Ist mir aufgefallen. Und ausgehend aus dem Punkt habe ich das dann selber initiiert. Das war das Erste. Also an seiner Körperhaltung arbeiten. Immer und überall. Immer. Wenn man das daran denkt, okay, aufrecht sitzen gleich, aufrecht sitzen. Ist schnell genug, dass man dann wieder so da sitzt. Aber irgendwann denkt man wieder, halt, aufrecht sitzen. Umso häufiger das macht, umso stärker wird auch die Muskulatur. Und das ist das Schöne. Mittlerweile ist es so, und ich hatte wirklich massive Probleme, aufrecht zu laufen. Mittlerweile ist es so, dass ich laufe und ein Mensch, der mich schon länger kennt, fragt, oh, Christian, du strengst dich gerade wieder an, ne? Du läufst gerade. Und ich sage so, super, ja. Und ist dann unbewusst, dass der Körper sich automatisch aufrichtet, wenn man das häufig genug gemacht hat. Man denkt immer so, okay, der Körper ist einmal krumm, der bleibt krumm, das geht nicht wieder und das bestimmt die Knochen alle schon und so weiter. Aber unser Körper ist unglaublich formbar und der Körper kann sich erneuern, er kann die ganzen Knochen, die kaputt sind, wieder zusammenfrieseln und so weiter. Macht euch keine Gedanken. Ihr könnt euren Körper, egal wie alt ihr seid, wieder aufrichten und damit auch euren Geist und alles, was euch wichtig ist, in eine richtige Bahn lenken. All eure Probleme könnt ihr damit in einem ersten Punkt angehen. Ja? Und da geht er ganz anders an diese Probleme ran, wenn ihr aufrecht sitzt und aufrecht steht, sagt das immer dazu. Denn Sitzen ist die ungesündeste Körperhaltung. Ja. Ich möchte das als Inspiration alleine stehen lassen. Es gibt noch eine zweite Sache, da mache ich ein anderes Video dazu, weil ich finde das so kraftvoll und so einfach. Und wenn etwas so einfach ist und so brillant, dann sollte man dem auch Raum geben und das nicht verwässern mit einer anderen Sache, wo man das erste dann wieder vergessen hat. Also von daher, bleibt es das kurz und knackig. Das zweite kommt in einem anderen Video aufrecht, geht aufrecht durch das Leben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr vielleicht in eurem Umfeld so die verschiedenen Gangarten oder Sitzarten auch beobachten könnt und ob es da Gemeinsamkeiten gibt und ob sich eure Meinung mit der meinen teilt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen oder übermorgen wieder. Euer Samuel.